Hoch oben, über dem Tal, umgeben von schroffen Gipfeln und von der Welt vergessen, verbrachte Walli in einer einsamen Steinhütte die letzten zwei Jahreszeiten. Ihr einziger Gefährte ist ein majestätischer Geier namens Hansel, den sie seit seiner frühesten Jugend aufgezogen hatte. Ihr eigener Vater hat sie dorthin verbannt, in der Hoffnung, die Abgeschiedenheit bringe Walli dazu, über ihren Widerstand nachzudenken und zur Vernunft zu kommen. Als Tochter des reichsten Bauern Tirols und zukünftige Hoferbin erwartet er Gehorsam und Anpassung von ihr. Gegen ihren Willen soll sie den Großknecht Vinzenz heiraten. Doch in Walli lodert ein unstillbares Feuer, eine Sehnsucht nach Gerechtigkeit und Freiheit. Sie ist nicht bereit, sich ihrem Schicksal kampflos zu ergeben. Und so beginnt ihre Reise, angetrieben von einem unbeugsamen Geist, der hoch oben über dem Tal in der einsamen Steinhütte entfesselt worden war. Reine Natur. Meiderhorn. So weit. So frei. Da oben. Ganz oben. Da bin ich. Ja! Jesus Maria, die Walli kommt heim. Grüß dich, Katharina. Groß beschworen, hi, wann zu mir. Ist das für mich? Danke. Der Wald schon gespannt auf dich, Walli. Und? Wie schaut's aus? Hast ja lang Zeit gehabt, nachzudenken, oben auf dem Hochjoch.
Viel gelernt habe ich da oben, Vater. Das freut mich. Der Vincent hat ja schon geglaubt, du kommst noch sturniger zurück. Willst du mich immer noch mit dem verheiraten? Den Vinzenz. Den verachte ich. Den nimm ich nicht zum Mann. Ja, was willst denn du noch überhaupt auf dem Hof da daheim? Daheim. Daheim. Und ich habe so geglaubt, dass du da oben gebessert hast. Ich will leider die Freiheit haben, mich selber zu entscheiden, wen ich nehme. Das musst du echt verstehen. Das musst du verstehen, Vater! Was willst du mir jetzt auch noch vorschreiben, was ich daheim tun muss und was nicht? Du Deckschädel, du. Mit mir nicht. Kannst du mir wieder einjagen auf die Hochalm? Ich überlebe jetzt alles. An Winter. Du vielleicht nimmer, so wie dein Haxen ausschaut. Ist das dir so passen? Ha. Aber ich entlasse dich nicht in die Freiheit. Ja, was glaubst du, damit du nach dir und lassen kannst, was du willst? Nie, nie! Ich war wohl besser umbleiben in der Freiheit. Genug. Vater! Ich bin immerhin noch die Haustochter da, gell? Da frieren will ich. Verhungern will ich. Aber unterm freien Himmel. Mich sperrt keiner ein. Sonst gibt's ein Unglück. Wir machen das verheiratet. Ja, aber du bist auf. Du weißt, das ist nur... Mir bindet keiner! Jetzt ist aus, Geierwalli. Ha ha ha!